Hallo, liebe Pico-Freunde. Nachdem wir nun vor einer Woche den Benefizwagen zur Hilfe der Flutkatastrophenopfer angeboten haben, sind wir total überwältigt von der enormen Resonanz, die wir auf diese Hilfeaktion erhalten haben. Ihnen allen, die mit dem Kauf des Wagens oder mehrerer Wagen eine Spende zur Linderung der immensen Schäden leisten, mein herzlicher Dank und meine Anerkennung, dass Sie so bereitwillig waren, hier mitzumachen. Nicht nur aus ganz Deutschland, aus Holland, aus Österreich, Italien, Dänemark und Polen, aber auch aus Ländern, die weit entfernt sind, wie Chile, kamen unterstützende Bestellungen. Hohe Anerkennung für eine solche breite, solidarische Bereitschaft, hier zu helfen. Ich möchte nochmals mein tiefstes Mitgefühl für alle von den Flutschäden betroffene Menschen aussprechen und hoffe, dass wir mit dieser Aktion die Not ein wenig lindern können. Wir haben fast 5000 Wagen, 4920 Wagen verkauft. Bei der Berechnung der Spende werden wir den Verkaufserlös abzüglich der Mehrwertsteuer spenden. Auf Anfragen beim Finanzamt war es leider nicht möglich, eine Mehrwertsteuerbefreiung zu erhalten. Das heißt, dass wir für die in Deutschland sowie an Endkunden im Ausland verkauften Waren die Mehrwertsteuer, die fast 24.000 Euro umfasst, an das Finanzamt abführen müssen. Also werden wir insgesamt 124.000 Euro spenden. Ich finde das toll und gestehe, dass ich in meinen kühnsten Träumen davon nicht ausgegangen bin. Ich dachte, dass wir vielleicht 15.000 Euro spenden, aber jetzt 124.000 Euro, da kann man schon was mit anstellen, obwohl die Schäden in den betroffenen Gebieten ja dennoch viel, viel höher ausgefallen sind. Aber einen kleinen, sichtbaren Beitrag werden Sie und wir gemeinsam leisten können. Herr Bayer hat den Scheck vorbereitet und wir wollen Ihnen den mal kurz zeigen. Herr Bayer. Herr Bayer ist unser Vertriebsleiter und wir haben hier einen tollen Scheck gemacht für die Opfer der Flutkatastrophenhilfe. Wir haben uns gedacht, dass wir den Betrag aufteilen. 50.000 Euro für den Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, Bad 9a Ahrweiler. 50.000 Euro für den Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen und 24.000 Euro für das Berchtesgadener Land, das ja ebenfalls von einer Flutkatastrophe heimgesucht wurde. Wir wollen das Geld zweckgebunden für den Wiederaufbau von Kindergärten, Behindertenstätten oder Seniorenwohnheimen zur Verfügung stellen. Im Berchtesgadener Land sind diese Einrichtungen aufgrund von Nachfragen nicht betroffen. Dafür ist am Königssee die traditionsreiche Bob- und Rodelbahn durch die Unwetter stark beschädigt worden. Top-Rodler sind bestürzt. Insofern dachten wir uns, dass wir diese Hilfe für den Wiederaufbau der Rodelbahn spenden. Ich hoffe, dass Sie mit unserer Entscheidung über die Empfänger der Hilfsmaßnahmen konform gehen. Seit Anfang dieser Woche sind wir nun in unserem Werk in China, in Shashan, mit Hochdruck dabei, die Wagen zu produzieren, was ja bei einer Menge von fast 5000 Stück kein Pappenstiel ist. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir sie innerhalb von 10 Tagen fertig bekommen, damit die Ware Anfang August in den Container geht, der dann Mitte September hier in Sonneberg hoffentlich ankommt. Klappt das alles? Können wir die Wagen wie angekündigt Ende September an Sie ausliefern. Hoffen wir mal, dass das alles so wie geplant funktioniert. Ihnen nochmals vielen Dank für die Unterstützung. Den Menschen in den von Unwettern betroffenen Regionen wünschen wir mit Gottes Kraft alles, alles Gute, viel Ausdauer und Erfolg beim Neuaufbau Ihrer Zuhause und Gemeinden. Danke nochmals, bleiben Sie Pico treu. Und viel Freude mit der Pico Modellbahn. Herzlichen Dank und alles Gute.